aus dem ICF Salzburg Wohnzimmer in dein Wohnzimmer. Hier ist Saturday Night Live. Heute mit euren lustigsten Frisurenfails, motivierenden Ideen von Alexander Egger, chilligen Tunes von Baruch Sanchez und deinem Moderator Nathanael Rosemann. Herzlich willkommen zur dritten Folge von Saturday Night Live. Und wenn du auf der Suche bist nach Saturday Night Live, der amerikanischen Comedy-Sendung auf NBC, dann bist du hier zwar falsch, aber trotzdem genau richtig. Denn unser Name ist zwar sehr ähnlich, wenn du genau hinschaust, wird dir zwar auffallen, dass unser F in Live mit F geschrieben wird, nicht mit V, also im Sinne von Leben statt in diesem Moment. Aber wir haben definitiv auch jede Menge Spaß, schauen mit einem schmunzelnden Augen aufs Leben. Aber wir ziehen das Leben nicht ins Lächerliche, sondern haben immer auch Dinge in unserer Sendung, die in unserem Leben Sinn geben und inspirieren. Wir sprechen Deutsch statt Englisch, auch das mag dir vielleicht entgegenkommen. Und wir haben immer spannende Gäste statt nervende Werbung. Von daher herzlich willkommen bei Saturday Night Live aus dem wunderschönen Salzburg statt aus dem überhasteten New York. Wir freuen uns riesig, dass du dabei bist. Letzte Woche haben wir ja eine kleine Challenge ausgestellt. Eine Challenge zu sagen, schick uns deine größten Haar-Fails aus deiner Vergangenheit, weil wir festgestellt haben, hey, wir sind noch in der friseurlosen Zeit. Und jetzt diese Woche oder nächste Woche kommen ja endlich die Friseure zurück. Wir alle warten da drauf. Du kannst es an meiner Frise erkennen. Und wir haben einige sehr witzige Einsendungen bekommen mit den schönsten Frisur-Fails oder den wildesten Frisuren, die Leute in ihrem Leben hatten. Und die wollen wir uns jetzt anschauen. Aber da ich kein Experte bin, würde ich sagen, schalte ich mir jemanden dazu, nämlich die Carina. Und lass uns Carina herzlich willkommen heißen. So gut, Carina, dass du bei uns bist. Hey, vielen Dank. Ist immer gut, Expertin dabei zu haben. Ne? Und du bist ja, wir hatten ja eine kleine Haar-Challenge und du bist Expertin, weil du bist, wie heißt es jetzt fachlich korrekt? Also ich sage Friseurin, aber ich finde es noch schicker, Hairstylist zu sagen. Hairstylistin, Carina. Ja. Und ich muss dir gleich zum Start sagen, du hast die Haare schön, du hast die Haare schön. Genau, extra gestylt für uns. Vielen Dank. Hey, erzähl uns ganz kurz, was macht man als Friseur in Corona-Quarantäne? Wie kann man Leuten trotzdem helfen? Ich glaube, du hattest ein, zwei lustige Erlebnisse, ne? Genau, also meine beste Freundin musste ihrem Freund die Haare schneiden. Selbstverständlich war ich dabei, über den Zaun quasi erklärend, wie sie die Maschine halten muss. Ging vor. Und er saß hinterm Zaun, oder wie? Genau, also sie saß hinterm Zaun, ich stand davor und hab meine Maschine mitgebracht, damit die profimäßig ausgestattet sind. Und habe dann gesagt, ja, Maschine weg vom Kopf und nicht zu nah und nicht zu kurz. Und es ging voll gut. Und auch ganz legendär natürlich ein FaceTime-Call. Und da habe ich der Freundin auch genau an der Babyborn erklärt, wie man dem Freund die Haare schneidet. An der Babyborn-Puppe? Nein. Hast du die Babyborn-Puppe deiner Tochter beschnitten dann? Nee, die ist sehr glatzig. Ah, die ist klar, okay, ja. Also, es war alles also, gut. Kreative Lösung gefunden. Zu geil. Und genau, einer der möglichen Gewinne für unsere Gewinner von der letztwöchentlichen Challenge ist ja ein kurzes Video-Haarschneid-Coaching-Beratung mit dir, ne? Wenn das die Person möchte, zusätzlich zu dem Hauptpreis der Klopapierrolle. Also, von daher, ja. Das ist natürlich legendär, gell? Und wir haben Einsendung bekommen, ne? Carina, du hast sie noch nicht gesehen. Und ich werde dir gleich mal die Top 3 zeigen. Du kannst sie vielleicht ganz kurz fachlich bewerten. Aber ich habe gedacht, wir fangen kurz an mit unseren beiden lustigsten Hair-Fails. Einfach, damit wir die Leute merken, ne? Wir können auch über uns selbst lachen. Pass auf, ich schicke dir jetzt mein Hair-Fail. Genau, und ich bin gespannt, was du... Zu gut, oder? I love it, ne? Ja, vielleicht kurze fachliche Bewertung dazu. Ja, also ich war total im Trend gewesen. Total im Trend, ne? Ende der 90er, 2000, ja, Ende 90er muss Anfang 2000er, wie nennt sich dieser Blondton? Das ist so dieses... Der künstliche. Ja, auf jeden Fall. Ja, wie Scooter, Hyper und so. Ja. Sehr schön, auch mein Mittelscheitel, oder? Der ist natürlich fantastisch. Ja. Aber was, Länge auch. Was man wirklich nehmen könnte, ist ja das, ist mir aufgefallen, der Pulli, der wäre heute wieder voll, der wäre mega trendy, oder? Ja, mega. Ja. Genau, aber lass uns kurz auch noch reinschauen bei dir. Genau das, auch da vielleicht.
auch 2000? 2000, ja. Okay, ja. Was hat dich da geritten? Also zu meiner Entschuldigung muss ich sagen, was da passiert ist. Ich habe die blondiert und die sind mir einfach wirklich tatsächlich vom Kopf gefallen, ja. Und musste die dann abschneiden. Nein. Ja. Und dann kam das dabei raus, ja. Ja, genau. Und es gab noch keine Glätteisen. Ja. Was soll gut. Aber es ist doch schön zu sehen, ne, dass man jetzt Bilder von vor 20 Jahren anschaut und dann denkt, ich schaue heute besser aus wie damals, ne? Ah, voll, oder? Das ist echt so. Hey, pass auf, ich gebe dir jetzt die Top 3 Einsendungen und wenn wir gerade schon mit so schönen Frauenfriesen angefangen haben, Kandidat Nummer 1, vielleicht ganz kurze Bewertung und am Ende stimmen wir ab. Das ist von Tina aus Salzburg oder aus Waging am See, genau. Tina ist es. Tina, ja, das ist Tina. Alle Leute haben übrigens freiwillig ihre Bilder geschickt, ne? Also wir haben nicht irgendwas rausgesucht, sondern die haben freiwillig zur Verfügung gestellt, dass wir dir das zeigen dürfen. Tina, love it, ey. Ja, ja. Kleine Löwenmähne. Die Löwin, ne? Geil. Die Löwin. Und pass auf, jetzt kommt ähnliche Richtung von Ruth aus dem Salzburger Land. Ja, auch sehr schön. Wow, ja. Die, ja. Aber das ist ja tatsächlich schon in meiner Style-Rate ganz weit oben, hä? Das hier? Der Hut, ja. Ja, vor allem in der Kombination mit der Brille, ne? Und ja, genau. Die ja. ist der Hammer. Ja, und jetzt kommt Kandidat Nummer 3. Leider nicht so hoch auflösen von der Qualität. Dafür. Oh, wow! Ja. Von Robi aus Salzburg. Yeah! Ich glaube, ich habe schon meinen Gewinner. Sehr schön, auch in Kombination mit dem Gesichtsausdruck, oder? Wow, das ist herrlich. Ja, ja, vielleicht kurze Haaranalyse dazu. Boah, Robi, was, also, ja, 90er oder so, gell, es war so ein bisschen ein Backstreet-Boy-Versuch, der fast ein bisschen nerdig geendet hat, gell? Ja, ja, sehr schön, vor allem, wenn man weiß, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber Robi, weiß ich ja, ist ja eher Mettler, ne? Also dadurch, dass du ihn jetzt auch noch Backstreet-Boy mit nerdig nennst, dann... Zu geil. Oh, sehr gut. Also von daher, wir machen jetzt, pass auf, ich zähle auf 3 und genau, du kannst auf 3 vielleicht zu Hause einfach deinen Kandidaten rausrufen. Wir rufen unseren Kandidat raus. Kandidat 1, ne, die Löwenmähne. Kandidat 2, weiß nicht, wie wir das nennen. Fällt mir kein guter Titel für ein. Das ist so ein bisschen Aber, oder? Aber, genau, Aber oder Kandidat 3. Der Backstreet Boy, der nerdige Backstreet Boy. Ja, genau. Also, auf 3 sagen wir unsere Nummer. 1, 2, 3. Nerdige Backstreet Boy! Der nerdige Backstreet Boy, wer auch mein Kandidat. Von daher, Gratulation an Robert. Robi, du gewinnst auf jeden Fall eine Klopapierrolle. Wenn du möchtest, ein Haarschneid-Coaching mit Carina. Oder wenn du das nicht möchtest, kriegst du auch ein super Buch von Leo Bigger. Such's dir aus, schreib uns snl@icf-salzburg.at, was du möchtest und wir schicken es dir gerne zu. Hey, vielen Dank, Carina, dass du dabei warst. Und genau, viel Spaß beim Haare schneiden. Und das muss ich ja noch sagen, wir denken immer, ne, Friseure oder Hairstylisten, ne, nicht so wichtig. Aber ich glaube, jeder hat gemerkt, Friseure sind systemrelevant. Ne? Ja, love your hairstyle. Für die nächste Epidemie merken. Alles klar, viel Spaß. Und danke, euch auch. Ciao. Ciao. Und nochmal herzlichen Glückwunsch an Robi aus Salzburg und vielen Dank an alle, die Sachen eingeschickt haben, die Beiträge geschickt haben, weil unser Ansatz von Saturday Night Live ist nicht, dass wir hier alles machen, sondern wir möchten es gerne gemeinsam mit dir gestalten. Und wenn du gute Sachen findest, wo du denkst, die passen rein, schick sie uns einfach. Vielleicht bringen wir es nicht nächste, aber übernächst in 3 Wochen, vielleicht auch gar nicht. Aber schick uns, beteilige dich und vielleicht hast du sogar Lust, mit im Team dabei zu sein, was sich Gedanken macht, wie es ausschaut, was wir inhaltlich machen. Dann schreib uns auch einfach an snl@icf-salzburg.at. Wir freuen uns, dich dabei zu haben. Und der Konrad hat uns schon ein witziges Video geschickt und man merkt, er gehört zu den Menschen, die vielleicht in den letzten Wochen hier und da mal ein bisschen Langeweile hatten. Und wir haben uns gedacht, wir zeigen es dir gleich so als Intro in die in die Challenge diese Woche, nämlich wo wir sagen, hey, wenn du lustige Sachen hast,
die du in den letzten Wochen gemacht hast oder wo dir langweilig war. Du bist auf dumme Ideen gekommen. Erzähl uns davon, schreib es uns, schick uns ein Bild davon, schick uns ein Video davon. snl@icf-salzburg.at. Und zum Start schauen wir uns an, auf welche kreativen Sportbetätigungsmöglichkeiten Konrad in seiner Quarantäne kam. So gut. Hey, vor allem ist es so schön, weil es macht Skifahren ganzjährig möglich. Ne? Also für die Skifans unter uns fantastisch. Genau, also nochmal die Erinnerung. Schick uns, wenn du was hast für nächste Woche, wo du Langeweile hast, gute Lockdown, Quarantäne, Langeweile-Geschichten, wie man sich die Zeit gut vertreiben kann. Schick's uns für nächste Woche. Und neben allem Spaß, allen Challenge, allem Mitmachen haben wir in Saturday Night Live auch immer inspirierende Leute und auch inspirierende Musik. Und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt nach L.A. in die City of Angels schalten zu Baruch Sanchez. Und Baruch ist dort Musiker. Und wir wollen einfach einen kurzen Song von ihm sozusagen mit reinnehmen in die Sendung und auch ganz kurz mit ihm quatschen. Von daher begrüß mit einem Applaus Baruch Sanchez in L.A. Hey Baruch, it's so great to have you with us. Thank you for joining us all the way from L.A. And you're usually a musician traveling all over the world. At the moment, you told me you were supposed to be in Asia on tour. But obviously that's not happening because of lockdown. So maybe quickly tell us, how does the lockdown situation affect you at the moment? Hey, hey, Nathanael, so good to see you. So good to hear your voice. I definitely miss Salzburg and I miss all of Austria and you guys so much. So thank you so much for setting this up, for the invitation to be on your show. It's so cool. Yes, the whole world is in lockdown and it's pretty crazy for me specifically because I'm so used to being on the road. If you don't know me, a little bit about myself is I'm a touring musician and worship leader, and I go to maybe like anywhere from like 30 to 40 countries every year. So I'm always on the road, and this has probably been the longest time that I've been home. So it's actually kind of nice because I'm getting to spend a lot of time with family and with my puppy, and yeah, it's just been a really cool time to just take a little bit of a break, which was much needed. Okay, well, so how do you currently motivate yourself? Like, how do you spend your time? How do you keep, what motivates you? What makes you get out of bed and live a life and a day full of purpose, even though it's limited to what you can do? Hey, you know, I'm so glad you asked that because that is such a reality in my life. You know, there's a lot of times when I'm on tour and it's 3 a.m. and I have to catch a flight to the next country, or I'm home in L.A. and I have to drive an hour at 5 a.m. to get to church, to set up, to play from 7 a.m. to 10 p.m. And my body's just like, don't do this to me. You know, but I keep doing it and I will keep doing it because I've learned that what I do matters and what I do impacts people and affects people's lives. So when I think about this, that it's not just about me, it actually gives me a sense of responsibility and a sense of ownership to what I do. And it motivates me to keep getting up, to keep doing what I'm doing. You know, and as far as discipline, I once heard this quote by Craig Rochelle, and it said, discipline is choosing what you want most over what you want now. So anytime I want sleep now, I'm super hungry and I want to eat now, you know, I think about what I want most. And what I want most is to impact people and to influence people and to fulfill my calling and to keep doing what I'm doing. So it actually makes that decision really easy, you know, to get up in the mornings, to keep getting up. And I will keep getting up because I'm just starting and, you know, I'm really excited to keep, you know, helping people and, you know, affecting people's lives in a good way.
Ken, obviously you're a musician and you brought a song for us. So tell us what's the song and how does it motivate you in the current situation and how can it maybe motivate us as well? The song is called Safe and Sound and it's my latest release. It's available everywhere on iTunes, Spotify, YouTube, anywhere you listen to music. And I chose this song to play for you guys today because it's one of my favorite songs, but also it's so relevant to the time that we're living in and a time where there's so much fear, so much, you know, doubt. We can always choose to have faith and we can always choose to put our trust and our hope in Jesus. And when we do that, everything will be better. So that's what the song's about. Hope you enjoy it. Escape. In you I found my way. Your blood covered my shame. There's power in your name. Oh, it can't be contained. No, my lungs will sing your praise. Through every storm I'm safe in your love. There is no fear inside. It's so gone. Sing your praise through every storm I rain. I am safe in your love. There is no fear inside. It's so gone. No weapon formed against me has won. I'm free now. Well, thank you so much, Baruch, for being with us all the way from LA. Lots of blessings to you and have a great day. Hey, so cool. Ich liebe es, dass wir mit Technologie zusammengeschaltet werden können. Ich finde es immer spannend, mit Leuten im Gespräch zu sein. Deswegen machen wir gleich weiter und schalten jetzt, gehen wir zurück von LA, zurück nach Österreich, nach Salzburg, hier ganz um die Ecke, nämlich zu Alex Egger. Und Alex Egger ist eine extrem inspirierende Persönlichkeit. Wenn du ihn schon erlebt hast, dann weißt du, es hat eine krasse Lebensgeschichte, um die wir jetzt heute nicht gehen, aber er ist inzwischen unterwegs als Motivationscoach und Trainer und arbeitet mit Firmen und Staff bei Firmen. Und wir werden uns mit ihm unterhalten, wie er motiviert ist in dieser Zeit. Von daher herzlich willkommen, Alex Egger. So, Alex Egger, wie schön, dass du bei uns bist. Vielen Dank, dass du die Zeit nimmst. Und genau, wir reden da über alles, all things Corona natürlich momentan. Und du bist ja selbstständig. Du arbeitest normalerweise mit ganz vielen Leuten zusammen. All das fällt jetzt weg. Vielleicht erste Frage an dich. Was motiviert dich so aktuell, wo das Leben vielleicht ganz anders aussieht, als du es gewohnt bist? Was motiviert dich, jeden Tag aufzustehen aktuell?
Also mich motiviert, weil ich zurzeit ja nicht ausgelastet bin und sozusagen arbeitslos, ja, aber trotzdem ja tätig sein kann. Mich motiviert immer der Gedanke, dass ich an etwas arbeite, das einfach ein höheres Ziel hat als mich selber. Also ich versuche mich nicht und ich bin das Universum und die Mitte meiner kompletten Tagesabläufe, sondern ich versuche einfach zu sagen, okay, was kann ich tun, um das Leben von anderen ein Stück weit besser zu machen? Und mit dem Gedanken stehe ich auf und das lässt mich halt dann so Gedanken hegen wie, wem könnte ich anrufen, der vielleicht in dieser Situation einsam ist? Ja? Wow, ja. Und Zeit haben wir alle, also nutze ich die Zeit und mache das dann auch. Oder was könnte ich tun? Bin gerade an Planung für so eine Art Motivationsbootcamp. Was kann ich zukünftig tun? Jetzt schon, auch wenn ich noch nichts aktiv machen kann, aber rein nur plantechnisch, was ich dann nach der Krise vielleicht Leute wieder mitgeben kann in diesem Camp. Und das kann ich planen. Und somit drehe ich mich nicht ständig um meine eigenen Probleme, sondern Fokus auf andere Leute. Und ich vergleiche das so ein bisschen in der Früh immer mit dem Sumpf. Sumpf, wenn er sich dreht, fängt an zu stinken. Und ein Fluss bleibt in Bewegung. Und ich glaube, genau in so Krisen soll ich versuche jeden Tag mir zu sagen, in Bewegung bleiben. Denn in Bewegung entdecken wir Dinge, sehen wir Dinge, können wir innehalten, stehen bleiben. Und wir sollen das sein wie ein Fluss und weniger wie ein Sumpf und nicht ständig um unsere eigenen Problemchen uns drehen. Und in Zeiten wie diesen, glaube ich, ist ein sehr wichtiger Ansatz. Was würdest du jemandem raten, der sagt, naja, okay, ich bin gerade ein bisschen niedergeschlagen, ich bin angespannt oder diese ganze Situation mit ihrer Unsicherheit, die hat mich so ein bisschen im Griff, vielleicht auch, man ist in einer ähnlichen Lage wie du, weniger Aufträge oder Sorgen ums Finanzielle, all solche Geschichten. Was würdest du so jemandem raten, um zu sagen, okay, was so ganz praktische, einfache Dinge, was kann ich tun, um motiviert zu sein und motiviert zu bleiben? Also ich hatte ja auch wirklich einen ganz, ganz schlechten Tag, wie das alles losgegangen ist. Und da ist mir richtig schlecht gegangen. Ja, da habe ich 2 Packungen Chips gegessen, bin in mein Sorgen-Malaria-Zelt eingetaucht und habe mich dort gewühlt und gesuhlt. Und natürlich, ich hatte riesen Einbußen mit Aufträgen. Da reden wir auch von Umsätze, die mir jetzt fehlen. Aber schlussendlich geht es ja viele so, wir sitzen alle im Boot. Und sich das bewusst machen, glaube ich, ist so der erste Zugang, zu sagen, die Dinge sind so. Und da können wir uns auch nicht schönreden oder optimistisch denken und Hurra-Optimismus an den Tag legen, sondern Dinge sind so. Man muss dem ins Gesicht schauen und analysieren, was kann ich jetzt von diesem Standpunkt aus tun? Weil wenn mir hinten die Brücke abgeschnitten wird, dann muss ich nach vorwärts gehen. Mhm. Und ich glaube, in dieser Zeit müssen wir sein wie Seildance, auf der einen Seite stabil, ja, stabil in unserem Mindset, stabil, was wir tun mit unseren Familien, stabil in unseren Routinen, mehr denn je. Und auf der einen Seite muss ein Seildance auch flexibel sein. Ja. Wenn er zu stabil ist, dann ist er zu verkrampft. Und wir sollten weniger verkrampft sein. Und wir haben dann so viele Ängste. Und ich glaube, wir sollten aber lernen, Angst vor Angst zu haben. Mhm. Also die Angst, die wir haben, sollte uns eigentlich ängstlich stimmen, weniger Angst zu haben. Und da mit dieser Seildance einfach stabil zu sein, überlegen, was gibt mir Stabilität, die Familie, die Freunde, eine schöne Musik, was auch immer, ein Film. Ich habe mit meiner Familie zum Beispiel das Fotoalbum ausgepackt, ja, das Digitale. 10.900 Fotos. und da einfach mit der Familie die Fotos von den letzten 6 Jahren durchzusehen, aussortieren, zu entrümpeln, miteinander zu lachen, zu fragen, warum er überhaupt dieses Foto gemacht hat. Das gibt uns ja auch in diesen Situationen diese Stabilität. Und auf der anderen Seite sollen wir instabil sein und schauen, wo gibt es was Neues für mich? Was kann ich Neues entdecken an mir in der Situation, an meiner Persönlichkeit? Was kann ich Neues entdecken in meinem Job, in meiner Arbeit, an meiner Familie, an meinen Kindern? Einfach zu suchen, instabil durchs Leben zu wackeln. Mhm. Da bin ich schon beim nächsten Punkt, Platz für Positives machen. Also ich glaube, es ist so wichtig, dass wir einfach Platz schaffen für eine optimistische Haltung. Nicht alles schönreden, nicht alles mit der rosaroten Brille, aber zu sagen, Was ist heute gut an diesem Tag? Und es ist auch gut, und das hört mir auch immer wieder von anderen Leuten, wenn ich in Gespräche bin über das Telefon oder WhatsApp, dass wir einfach Zeit für die Familien haben. Ja? Und es ist was Gutes, das wird eine Auswirkung haben.
Das wird dann Auswirkungen auf die Kinder haben, auf die Eltern, auf die Beziehungen untereinander. Und die guten Seiten des Tages beobachten. Leute sind ja fitter denn je in der Corona-Zeit. Ja, ja, das stimmt, ja. Am Anfang gab es diese Gags, wir werden alle viel fetter rausgehen, aber ich glaube, wir werden alle viel fitter rausgehen. Absolut, ja. Ja. Fitter statt fetter. Ja, ja, guter Slogan, oder? Und das ist auch was Gutes, weil wir nie Zeit dafür gehabt haben. Mhm. Und wenn man diese Dinge ein bisschen beobachtet, ist es natürlich nicht immer in materiellen oder finanziellen Dingen absehbar, aber es sind vielleicht Werte, die Ewigkeitswerte haben. Weil schlussendlich, ja, wenn wir älter werden, zählen wir diese Momente und nicht die Stunden im Büro oder in der Arbeit. Ja. Und deswegen glaube ich, die Dinge, die man sammeln sollte. Ja. Und dann glaube ich auch, dass Routinen wichtig sind. Ich tue mir oft wirklich schwer mit Routinen, weil ich bin so ein Querdenker und hippeliger Typ und die mögen Routinen nicht so gern. Aber ich muss auch dafür kämpfen, jeden Tag Routinen einzuhalten. Und ich glaube, welche Prioritäten wir haben, wenn wir in den Tag starten, ob wir jetzt 45 Minuten auf Instagram das Leben anderer ansehen, das so perfekt ist, oder ob wir innehalten und überlegen, was möchte ich heute von diesem Tag mitnehmen, erleben, wofür möchte ich dankbar sein, wie soll ich mich am Ende des Tages fühlen. Und ich lese zum Beispiel jeden Tag in der Früh 30 Minuten, 20 Minuten, je nachdem, lese ich in der Bibel, jeden Tag. Mhm. Und wenn ich da was Schönes finde, dann schicke ich das gleichzeitig wieder Leute oder ich lese ein Zitat, wo ich denke, das könnte jemanden anderen inspirieren. Und das sind die kleinen 30 Minuten, die mich Mindset ausrichten, so, ja, fokussieren, ja, auf den Tag. Und super, ich glaube, jeder hat die 30 Minuten. Jetzt gibt es keine Ausrede. Jetzt, jeder hat sie in dieser Zeit. Wir müssen sie uns nur nehmen. Es ist eine Frage der Priorität und auch eine Frage der, ist mir das wichtig? Und wenn wir uns in diesen Tag einpendeln, dann geht der Tag ja schon los. Und wie man startet, so endet es auch meistens. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Teil, diese Routinen einzuhalten. Auch mit den Kindern pünktlich gemeinsam Mittagessen. Und die in die Zeit wird gelernt. Und die in die Zeit wird gespielt. Diese Routinen, die uns Sicherheit geben. So gut, hey, vielen Dank. So viele wertvolle Tipps in so kurzer Zeit. Immer inspirierend, da von dir auch zu lernen, ne? Vielen Dank. Vielleicht zum Abschluss ganz kurz. Du hast ja selbst vorhin gesagt, es ist wichtig, nicht alles immer nur so die schwierigen Nachrichten und das Herausfordernde, sondern auch mal herzlich lachen zu können. Hast du irgendwie ein lustiges Erlebnis, einen Witz aus den letzten Wochen, wo du mal herzhaft gelacht hast, den du mit uns teilen kannst? Mein Bruder, der auch so ein bisschen traurig war, und ich habe ihm dann die Frage gestellt, wie er so wieder hingejammert hat, ja, weiß nicht recht, nach dem Studium was tun, sage ich, was kannst du jetzt tun, damit deine Situation noch beschissener wird. Und fühlte sich provoziert, aber wir mussten dann lachen und haben dann miteinander einen Cola getrunken und war eine schöne Zeit. Und jetzt nützt er auch die Zeit, einfach zu sagen, ich kann jetzt die perfekte Bewerbung schon schreiben für die Stelle, wo ich hin möchte. Ja. Ich habe Zeit, ich habe einfach die Zeit. Und ich glaube, wenn man da die Dinge ein bisschen lockerer sehen und lustiger sehen und selber nicht ernst nehmen, mit den anderen ein bisschen mehr lachen, zusammenrücken, dann ist alles gut. Und wir werden das gemeinsam schaffen. Das glaube ich. So gut. So gut. Hey, vielen Dank für die Ermutigung, Alex. Alles Gute, Gottes Segen dir. Und auf, dass es bald wieder du all die Ideen, die du jetzt sammelst und vorbereitest, umsetzen kannst. Super. Vielen Dank. Und damit sind wir schon wieder am Ende von dieser Folge Saturday Night Live. Wenn du sagst, hey, ich finde es cool, ich will vielleicht noch tiefer gehen, hier wurden vielleicht auch ein paar Themen angerissen, wo du sagst, wow, die interessieren mich, da merke ich, Alex hat was erwähnt oder bei Rouge Born oder ich merke, ich will tiefer gehen in manchen Lebensthemen, ich will mehr wissen über Lebenssinn. Wir haben ein zweites Format, das nennt sich Sundays Online, ist jeden Sonntagabend um 19 Uhr, läuft es als Livestream, kannst du hier auf YouTube auch finden oder auf www.icf-salzburg.at. Jeden Sonntag 19 Uhr kannst du da live dabei sein, wo mehr Musik drin ist, wo auch mehr Message noch drin ist, was auch ein bisschen länger ist. Also herzliche Einladung, da reinzuschalten. Oder nächste Woche wieder hier ab Samstagabend 19 Uhr als Premiere und danach die ganze Woche immer auch abrufbar. Natürlich Saturday Night Live. Nächste Woche unter anderem mit Mima Keimer, einer jungen Musikerin hier aus dem Salzburger Land, bei Matze. Und
einer lustigen Matze-Katze, was auch immer sich dahinter verbirgt, den witzigsten und interessantesten, kreativsten Corona-Zeitvertreiben, die du uns jetzt noch zuschicken darfst. Und ich freue mich, dich nächsten Samstag wieder zu sehen. Have a good week!